Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Let's Build Podcast. Mein Name ist Hanna, ich bin Geschäftsführerin von Austrian Startups und gemeinsam mit meinen großartigen Co-Hosts Victoria und Moritz haben wir heute das Thema Sales für euch mitgebracht. Ich habe hier diesmal zwei Co-Hosts, weil ich es auch sehr spannend finde zu sehen, wie Sales von unterschiedlichen Perspektiven und auch von unterschiedlichen Businessmodellen aus angegangen wird. Für diejenigen von euch, die nicht die Intro-Folge gehört haben, haben wir jetzt noch ein ganz kurzes Intro. Victoria, Moritz, wollt ihr euch jeweils mit einem Satz kurz vorstellen? Wer seid ihr? Was macht ihr? Victoria. Ich bin die Victoria, ich bin die Geschäftsführerin von Salesy. Wir haben ein SaaS-Unternehmen, welches im richtigen Moment Anbieter mit Kunden verbindet. Also wir machen Lead Generation. Cool. Und Moritz? Ich bin der Moritz, bin Gründer von Newfluence und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Influencer-Marketing für unterschiedlichste Unternehmen zu automatisieren. Super, sehr cool. Ja, Sales ist ein großes Thema. Was für mich Sales vor allem ist auch ein bisschen ein Reality-Check, weil im Endeffekt dein Produkt kann so super cool sein und du kannst es lieben, aber wenn es keiner kauft, dann hast du ein Problem und kannst nicht wirklich langfristig dein Unternehmen hochziehen. Das heißt, an und für sich geht es bei Sales ganz, ganz viel darum, deine Kunden zu verstehen, auch eine Beziehung hier aufzubauen, einen großen Sales-Funnel zu generieren und im Endeffekt dann auch die ersten Personen an Bord zu holen, die dich unterstützen, die dein Produkt lieben und auch kaufen. Wenn wir jetzt uns den Sales-Prozess anschauen, da gibt es ja unterschiedliche Schritte und die werden auch ein bisschen unterschiedlich je nach Unternehmen aussehen. Grundsätzlich kann man aber sagen, am Anfang geht es darum, erst einmal herauszufinden, wer sind denn überhaupt deine Kunden, erste Leads zu generieren, dann auch einen Outreach zu machen, zu versuchen, diese ersten Kunden an Bord zu bekommen. Dann geht es ganz stark um dieses sogenannte Closing, also deinen ersten Kunden auch wirklich dazu zu bringen, dass er zahlt, dass sie auch wirklich den Deal sozusagen abschließt. Und dann geht es aber auch in die Nachbetreuung. Aber bevor ich da jetzt zu viel theoretisch hineingehe, vielleicht Moritz, magst du mal starten und mir erklären, wie sieht denn ein Sales-Prozess bei euch aus? Gerne. Also bei uns ist es so, ich muss auch ehrlich dazu sagen, ganz am Anfang, also vor noch 1,5, 2 Jahren oder so, hatten wir überhaupt keinen gescheiten Sales-Prozess. Das ist aber ein ganz, ganz großes Learning, das ich auch jedem von Anfang an gleich mal mitgeben kann. Da einen richtigen Prozess aufzustellen und wirklich Strukturen zu haben im Sales ist einfach Gold wert und ist extrem wichtig und hat uns jetzt auch geholfen, einfach so schnell zu wachsen und zu skalieren. Bei uns ist jetzt so mittlerweile, also ganz am Anfang habe ich einfach alles selber gemacht und alles irgendwie und alles geht irgendwie über ein paar Kontakte und man sucht irgendwelche Leads raus und schreibt die einfach an oder ruft irgendwelche Leute an. Mittlerweile ist es so, dass wir zum Glück auch ein bisschen ein größeres Team sind. Das heißt, bei uns ist der Sales-Prozess jetzt im Grunde drei Schritte aufgebaut und ich glaube, das auch im gesamten B2B-Sales-Bereich sind das eigentlich so die klassischen Steps. Es startet immer im Pre-Sales oder nennt man auch auf Englisch ist es immer so SDR, heißen immer diese Leute, die quasi diese Sales Development Representative, die sind halt immer diese Leute, die quasi den Erstkontakt machen mit potenziellen Neukunden. Das heißt, da geht es im Endeffekt darum, dass die dann bei uns Pre-Sales heißt halt Leads suchen, also wer könnte überhaupt passen, Kontaktdaten zu den Leuten suchen und diesen Erstkontakt starten, mit denen mal irgendwie entweder telefonisch oder auch per E-Mail einfach Kontakt aufzunehmen. Dann ist es so, dass bei uns das erste Ziel quasi im Pre-Sales ist, Termine auszumachen. Und diese Termine werden dann übergeben an das Hunting-Team. Hunting ist dann bei uns quasi, sind die, die dann wirklich die Termine machen und die Leute bis zum Abschluss, bis zur Vertragsunterschrift quasi betreuen. Ich glaube, im Englisch in diesen amerikanischen Sales-Büchern sind dann immer die Hunter quasi, werden dann immer Account Executive, AE, genannt. Und dann wird es halt übergeben, sobald es unterschrieben ist für die Abwicklung und quasi die weitere Betreuung, gibt es dann bei uns noch den dritten Step sozusagen. Das ist dann so Customer Success und halt so ein bisschen Key-Account-Betreuung, Partner-Betreuung. Das ist eigentlich bei uns ein recht schön dreigeteilter Prozess und der kann einfach gewährleisten, dass man
effizient aufgebaute Sales-Prozesse hat und da einfach auch jeder seinen Fokus hat. Ja, und auch dieser gesamte Ablauf möglichst automatisiert und problemlos abläuft. Wow, da habt ihr ja eine richtige Salesforce quasi dahinter, ein ganzes Team. Hat es, glaubst du, auch Vorteile, wenn man am Anfang als Gründer selbst den Sales-Prozess macht oder ja, sollte man immer das gleich von Anfang an abgeben? Nein, du musst es selber machen. Also keine Chance, dass du das sofort abgeben kannst oder zumindest meiner Meinung nach dieses so Founder-Sales, also dass man einfach als Gründer-Sales macht, ist extrem wichtig, weil man, Sales ist einer der wenigen Bereiche, wo man eigentlich wirklich mit den Leuten Kontakt hat und wirklich den, sich da Input reinholt, weiß, okay, was ist den Leuten wichtig, also ist extrem wichtig und wie ich auch am Anfang gesagt habe, ich hatte vor, das haben wir jetzt vor 1,5 Jahren oder so gestartet mit richtigen Prozessen, davor hat das, war halt ich in einem quasi irgendwie Pre-Sales, Hunting und Kundenbetreuung, alles lag an mir und das ist auch ganz normal am Anfang, also das ja, gehört einfach dazu und ich glaube, es ist extrem wichtig, einfach selber Sales zu machen. Natürlich kann man mit irgendwelchen Tools sich helfen lassen und so und vielleicht hat man dann irgendwann mal eine Unterstützung, aber ich muss auch ehrlich dazu sagen, also auch bei meinem ersten Startup, jetzt bei Freebiebox, habe ich auch das meiste noch immer selber gemacht und dann hatte ich aber immer wieder mal so irgendwie einen Praktikanten im Sales zum Beispiel, aber bis ich da keine gescheiten Prozesse hatte, das hat auch nicht so wirklich viel gebracht, weil wenn ich mich selber nicht einmal als Gründer so gut auskenne quasi in dem Bereich oder nicht einmal weiß, wie man perfekt verkaufen kann, ist es halt sehr schwierig, jemand anderen dann quasi sich dafür anzustellen, wenn man es selber noch nicht wirklich geschafft hat, sage ich einmal, oder den Faden noch nicht ganz raus hat, deshalb unbedingt am Anfang selber machen. Okay, super. Victoria, wie ist das bei dir? Sieht der Prozess da ähnlich aus oder geht ihr auf das Thema anders zu? An sich ist es bei uns anders. Also wir sind ein sehr komplexes technisches Tool. Das heißt, bisher haben wir sehr viel auf Inbound-Leads gelegt. Prinzipiell gibt es ja zwei Funnels. Inbound, das heißt übersetzt, dass man Anfragen reinbekommt. Und Outbound heißt, dass man selber andere Unternehmen anruft und selber sein Produkt pitcht sozusagen an andere Unternehmen. Und der nächste Schritt ist dann immer die Vorqualifizierungsphase. Und das ist super wichtig und das ist etwas, was viele Unternehmen auch vergessen, ist den Kunden auch wirklich zu vorqualifizieren und schauen, ist das wirklich ein richtiger Kunde für mich? Hat der einen Need, den ich lösen kann? Und wenn ja, geht man einen Schritt weiter. Dann beginnt eben die Phase, wo man einen Closer Call ausmacht oder in meinem Fall eben eine Free Trial von einer Woche zum Beispiel anbietet, wo man dem Kunden dann die Chance gibt, das Tool auch wirklich mal zu nutzen und zu schauen, ob das einen Need löst. Es ist super wichtig bei SaaS-Tools, also besonders bei jungen SaaS-Tools, eine sehr geringe Churn-Rate zu haben. Also das heißt, es ist besser, wenn du weniger User hast, die aber schon sehr lange dein Tool nutzen, als dass du sagst, du hast jetzt 1000 User und 900 davon sind abgesprungen. Kannst du, also ja. Das würde ich genau, auf jeden Fall geben. Das bedeutet dann im Endeffekt Churn Rate, das, genau. Wie lange sie bleiben oder wann sie abspringen. Mhm. Genau, so ist es. An sich haben wir bisher bis vor 1-2 Monaten sehr viel auf Inbound-Anfragen gelegt. Wir haben bis zu über 200 Inbound-Anfragen schon bekommen und haben dann händisch ausgewählt, welche davon zu unserem Produkt am besten passen und haben denen dann sozusagen den Toolzugang geschickt und gehen jetzt langsam eben auf Outbound und setzen da einen Prozess auf. Okay, spannend. Jetzt seid ihr beide B2B-Unternehmen. Das bedeutet Business to Business, also Unternehmen sind eure Kunden. Wie sieht denn der Prozess anders aus, wenn man ein B2C, also Business to Customer-Unternehmen ist? Ja, also ich glaube, dadurch, dass ich ja beides hatte sozusagen und mit beidem Erfahrung habe, wir haben natürlich lange Zeit ja auch, also beziehungsweise mit meinem ersten Startup, mit Freebiebox, hatten wir eigentlich beides. Wir hatten ja die B2B-Zielgruppe, die Unternehmen als Partner und als Kunden und gleichzeitig die Endkonsumenten. Ich würde aber sagen, also im Normalfall ist es ja alles, was Endkonsumenten anspricht, ist ja normalerweise eher Richtung Marketing, oder? Also ist normalerweise anders gegliedert. Ich meine, Sales selber, glaube ich, ist ja meistens im Normalfall dann eher so auf B2B-Sales, dass man sagt, okay, außer beim Endkonsumentenprodukt, man verkauft an den Handel zum Beispiel, oder? Also ich würde da eher sagen, wenn man jetzt wirklich so die Sales-Prozesse und so quasi sind dann auch an den Handel, das sind aber auch Unternehmen ja das Produkt im Endeffekt, weil wenn ich jetzt Endkonsumenten ansprechen will, dann geht ja normalerweise alles halt über
Marketingformen, wo man dann halt irgendwie über Social Media zum Beispiel Awareness aufbaut für das Produkt und versucht, Leute vom eigenen Produkt zu begeistern und einfach die Marke mal bekannt zu machen, weil bei einem klassischen, also gilt vielleicht nicht für alle, aber ich sage mal, bei dem klassischen Endkonsumentenprodukt, das ist natürlich nicht so teuer, da zahlt sich es jetzt auch nicht aus, irgendwie die Leute einzeln alle anzurufen zum Beispiel. Außer natürlich, wo man es schon herkennt, ist Bereich Versicherungen, oder? Also da ist es zum Beispiel schon ja, klassisch, dass da die Leute auch in den Direktvertrieb gehen und eben versuchen, Versicherungen zu verkaufen. Also alles, was sehr, sehr teuer ist, da macht es vielleicht schon Sinn. Aber ich glaube, da muss man sich halt immer die Frage stellen, wie teuer ist mein Produkt? Kann ich mir das leisten, für einen Schokoriegel irgendwie an Leute durchzurufen quasi? Oder wie viel Zeitaufwand darf ich investieren, um einen 1 € Schokoriegel zu verkaufen? Ist natürlich etwas anderes, als wenn das jetzt ein 1.000 € pro Monat SaaS-Produkt ist zum Beispiel. Ist einfach eine ganz, ganz andere Größenordnung und demnach auch ein ganz anderer Vertriebsprozess. SaaS bedeutet übrigens Software as a Service. Sehr spannend. Das heißt, wenn man ein B2C-Produkt hat, dann sollte man sich auch nochmal unsere Marketing-Folge anhören. Ja. Da kann man nämlich auch einiges davon ableiten, wie verkauft man dieses Produkt denn am besten. Wie seid ihr denn auf eure ersten 100 Kunden gekommen? Wo findet man diese ersten 100 Kunden überhaupt? Vielleicht, Victoria, magst du erzählen, wie das bei dir war? Ich glaube, bei einem hochpreisigeren SaaS-Produkt sind schon 100 Kunden sehr, 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 sehr viel. Also ja. Das heißt, man sollte mal mit den ersten 10 beginnen, würde ich sagen. Dann hat man einen gewissen Proof of Concept. Die ersten 10 haben wir gefunden, indem wir unser Ziel war es am Anfang, ein bisschen wegzukommen, dass wir nur ein Spaßunternehmen sind, sondern wirklich zu zeigen, wir sind ein hochtechnisches, sehr seriöses Unternehmen. Und es hat uns viel geholfen, dass wir ein Head of Sales Insights Event gemacht haben, wo eben Speaker dabei waren wie der Head of Sales von Red Bull oder die Head of Sales von Lola 1, die da viel Seriosität reingebracht haben. Dann haben viele Leute begonnen, über uns zu hören und zu sagen, okay, die machen da was Cooles, die machen da etwas, was konkret mein Problem löst, und haben sich bei uns gemeldet. Die zweite Sache war auf jeden Fall der Presselaunch. Das hat viele Anfragen reingebracht und hat eben viel, viel Seriosität zu unserem Unternehmen gebracht. Das heißt, Kundenakquise, die erste, hängt auch hier sehr stark mit Marketing zusammen, also PR, Public Relation Aktivitäten wie Events oder auch Pressekonferenzen können helfen, hier erste Aufmerksamkeit von Kunden auf sich zu ziehen. Moritz, war das bei euch ähnlich oder wie bist du hier vorgegangen? Also bei uns Event, muss ich gleich dazu sagen, haben wir noch nicht gemacht, ist sicher mal etwas, was wir ausprobieren könnten. Bei uns die ersten Kunden waren, glaube ich, schon auch übers Netzwerk. Also das ist natürlich ein Punkt, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, so die allerersten paar, also kommt eben auch aufs Produkt an, aber natürlich sehr oft bietet sich das einfach mal anzuschauen, okay, wen kennt man vielleicht irgendwie über Ecken und kann dann so einfach mal die allerersten Leute vom eigenen Produkt begeistern. Und da muss ich aber sagen, haben wir auch relativ bald wirklich schon mit einfach Outbound, Kaltakquise quasi gestartet, weil ich finde, das Spannende ist dann, du lernst halt extrem schnell einfach, was die Leute, was finden die spannend, was finden die überhaupt nicht spannend, wie funktioniert es nicht, und da hat man natürlich super Erfahrung. Also im Netzwerk ist natürlich immer ganz gut, nur im Netzwerk kriegt man normalerweise nie dieses 100% ehrliche, harte Feedback, und es ist natürlich immer deutlich einfacher, als wenn ich jetzt einfach irgendjemanden anrufe und halt wirklich einfach, ich fliege 100 Mal auf die Schnauze, 100 Mal sagt mir jemand am Telefon, das ist kompletter Blödsinn oder das interessiert sie nicht, und vielleicht beim 101. Mal funktioniert es dann irgendwie und dann schafft man es einmal ein bisschen Interesse zu wecken, und da gehört ganz, ganz viel Testen auch dazu. Also ich glaube, das ist schon ganz wichtig, egal ob im Netzwerk, ob irgendwie bei Inbound Leads ist ja das Gleiche, man muss da auch einfach Sachen ausprobieren und extrem viele unterschiedliche Sachen testen und dann einfach schauen, was schlussendlich funktioniert für das eigene Produkt. Ich glaube, das ist super wichtig, auch hier wieder diesen Lean-Zugang, den wir ja schon öfters jetzt besprochen haben im Podcast, dass man Hypothesen aufstellt, Annahmen, die man hat, diese testet, das Ganze als Experiment sieht und dann auch seine eigenen Prozesse und Zugangsweisen einfach dementsprechend anpasst und auch sein Produkt dementsprechend anpasst, weil im Endeffekt lernt man ja ganz, ganz viel aus diesen Sales-Prozessen.
Du hast gerade eben, Moritz, gesagt, Cold Calling ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, gerade am Anfang, wenn man noch wenige Kunden hat, die einen vielleicht weiterempfehlen können oder so. Von dem her würde mich interessieren, wie geht man denn an Cold Calling überhaupt heran? Ist es wirklich Calling? Sind es vielleicht meistens E-Mails? Wie finde ich überhaupt quasi die Unternehmen, die ich dann ansprechen möchte, über meine Cold Calls? Ja, ich glaube, wichtig ist da ganz am Anfang, man muss relativ simpel denken. Also das ist jetzt, wenn man es am Anfang noch nicht professionell aufsetzt und so, das ist jetzt keine Rocket Science, das ist jetzt irgendwie nichts extrem außergewöhnlich Hartes, sondern im Endeffekt, man sucht sich Unternehmen raus, die irgendwie passen könnten. Ich meine, ganz damals, wo ich irgendwie 13, 14 war und mit Freebiebox gestartet habe, war das wirklich das Simpelste. Ich habe einfach geschaut, hey, welches Unternehmen kenne ich, die irgendwie groß sind, habe irgendwie im Internet eingegeben, BAWAG PSK Marketingleiter, habe im Internet nachgeschaut, die E-Mail-Adressen, da gibt es einen kleinen Trick normalerweise, den man vielleicht verraten kann. E-Mail-Adressen sind jetzt fast immer sehr gleich aufgebaut, das heißt, es ist jetzt meistens keine große Challenge. Wenn ich irgendeine BAWAG PSK E-Mail-Adresse habe von einer Kundenbetreuerin, ist wahrscheinlich von der Marketingleitung die E-Mail-Adresse ähnlich aufgebaut. So kann ich das relativ schnell mal probieren. Dass die jetzt nicht sofort antwortet, ist eine ganz andere Sache, aber das war recht simpel. Ich habe einfach mir irgendwelche Marketingleiter rausgesucht von großen Unternehmen, die ich kannte, habe da irgendwie eine nette E-Mail hingeschrieben und habe probiert, was zurückkommt. Später, oder wenn man es ein bisschen professioneller macht, mittlerweile machen wir mehr telefonisch, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, per E-Mail ist natürlich erstens einmal die Antwortrate recht gering und zweitens einmal kriegt man nicht so dieses direkte Feedback. Ja, im Normalfall kommt natürlich sowieso einfach eine klare Absage, nein, aktuell nicht interessant, das hört man halt dann irgendwie